Herzlich willkommen bei dieser Übung zu GIMP. Wir werden heute für das Fremdenverkehrsbüro arbeiten, einer italienischen Ferienstadt. Und dazu werden wir dieses Foto hier bearbeiten. Dieses Foto findet man unter www.gimp.vilein.at. Wenn man da runter scrollt, kommt man zu diesen Beispielfotos. Ich gehe jetzt hier rechte Maustaste, Grafik kopieren. Gehe dann bei GIMP hinein. Ich habe es hier schon geöffnet. Und füge diese Grafik dann über Datei erstellen. Befindet sich in der Zwischenablage, dann hier herein. Ja, und als erstes geht es darum, hier diese Algen, die hier angeschwemmt wurden, für den Betrachter zu beseitigen. Und dazu verwende ich hier diese sogenannte freie Auswahl. Die freie Auswahl hat den großen Vorteil, dass ich hier beliebige Linien zeichnen kann und nicht an eine rechteckige Auswahl gebunden bin. Ich mache jetzt hier diesen Bereich aus oder wähle diesen Bereich aus, muss man eher sagen, der von den Algen da nicht verschont wurde. Gedrückte linke Maustaste, die kommen jetzt hierher und das erscheint in dieser gelbe Punkt. Jetzt haben wir diese Auswahl hier festgelegt und jetzt arbeite ich mit dem sogenannten Klon-Werkzeug. Wenn ich auf Klon eingehe, geht es jetzt darum, den Bereich auszuwählen, den ich hier hinein übertrage. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel, drücke die Steuerungstaste, lasse sie gedrückt und klicke jetzt die linke Maustaste und hier sieht man dieses weiße Kreuz. Und so wie es hier in diesem weißen Kreuz ausschaut, soll es dann auch da herinnen ausschauen. Du siehst schon, es bewegt sich immer dieser Pfeil mit. Das heißt, wenn ich immer wieder absetze, kehrt dann dieser weiße Pfeil dann immer wieder zurück. Und der Vorteil der Freihandauswahl ist, dass ich jetzt nicht aus Versehen hier heraus noch irgendwie was lösche, sondern wirklich nur der Bereich, der innerhalb der Auswahl ist. Das ist ja typisch für GIMP, dass man immer nur den Bereich verändern kann, der gerade ausgewählt ist. Ist ja auch sehr sinnvoll. Ich arbeite mich langsam hier vor. Ja, jetzt haben wir schon einen größeren Teil des Strandes hier von den Algen befreit. Setze mal wieder ab. Ja, jetzt habe ich das gut gemacht, denke ich mir. Jetzt möchte ich die Auswahl aufheben. Eine Möglichkeit wäre jetzt hier rechte Maustaste, dann Auswahl und es ist nichts ausgewählt. Ja, als nächste Aufgabe könnte es sein, dass ich schaue, okay, mehr Personen am Strand wären sicherlich ganz günstig, dass die Betrachter des Fotos dann auch sehen, ja, es ist ein sehr beliebter Strand, da kommen viele Leute hin. Da könnte ich jetzt wieder hierher gehen, mit der richtigen Auswahl hier mit dieses Paar auswählen, rechte Maustaste, bearbeiten, kopieren und kann jetzt dieses einen Ausschnitt dann beliebig einfügen, wenn ich bearbeiten einfügen will. Jetzt bin ich eingeblendet, ich kann es an die richtige Stelle Bildschirm mir senden. Ich klicke dann daneben hin, dann ist es dort auch schon angekommen. Auch hier rechte Maustaste noch einmal einfügen. Könnte es jetzt zum Beispiel hierher schieben. Klicke wieder hin, es verschwindet wieder und rechte Maustaste bearbeiten. Einfügen. Führt dann hierher. Ich könnte mir jetzt überlegen, es ist hier noch ausgewählt, dass ich diesen Ausschnitt vergrößere. Das mache ich über rechte Maustaste. Ebene skalieren, das heißt, das ist das kann man als Ebene bezeichnen, sie liegt über dem ursprünglichen Foto. Ebene skalieren. Und da könnte ich jetzt, wenn ich diesen Wert für die Breite zum Beispiel verändere, verändert sich auch der Wert für die Höhe. Und das Bild, diese Menschen wirken dann etwas größer, weil sie etwas mehr im Vordergrund sind. Wenn ich mit der Position zufrieden bin, klicke ich hierher und es wird dann hier dann bestätigt, dass sich das Ganze dann hier befindet. Als letztes könnte ich dann hier noch schauen, dass ich hier zum Beispiel dieses Gebäude bearbeite. Ich zum Beispiel sage, dieses Fenster gehört weg. Das könnte ich hier zumachen, dass ich dann wieder mit dem Klonwerkzeug arbeite. Oder ich könnte auch mit dem Verschmierwerkzeug hier arbeiten und könnte dann von außen, vom weißen Bereich da hinein arbeiten und es so hineinbringen. Darüber hinaus könnte man zum Beispiel schauen, dass man hier diese Mauer wegnimmt. Ich wähle das hier jetzt aus. Arbeite wieder mit dem Klonwerkzeug. Da haben wir es, das ist dieser Stempel. Wähle mir dann hier zum Beispiel mit der Steuerungstaste wieder diesen Baum aus. Male da einen Baum her. Der schaut jetzt so aus, als wäre hier dann wiederum eine
grüne Pflanze und nicht eben so eine Mauer. Schaut vielleicht etwas schöner aus. Ja, soweit passt das jetzt. Und jetzt könnte man das Bild, ich hebe die Auswahl wieder auf, das Auswahl nicht, und könnte das Ganze jetzt hier speichern. Rechte Maustaste im GIMP-eigenen Format, also im XCF-Format mit Speichern unter. Ihr könnt jetzt hier das Dateinamen zum Beispiel 004 wählen. Und wieder könnte ich es exportieren im PNG- oder im JPEG-Format. Das mache ich über Datei exportieren. Und da schlägt man standardmäßig schon das PNG-Format vor. Nur zur Erinnerung noch einmal, man kann hier, wenn man hierher geht, dann auch ein anderes Format an sich wählen. Ich bin mit dem PNG-Format hier sehr zufrieden. Klicke auf Exportieren. Hier wähle ich dann das Kompressionsniveau aus. Bin aber mit 6 zufrieden. Das ist ein guter Kompromiss zwischen der Schönheit des Bildes und der Dateigröße. Klicke auf Exportieren. Habe dieses Bild jetzt hier. Minimiere es. Minimiere auch hier den Firefox. Gehe in meinen Ordner, an dem ich die Dateien gespeichert habe. Und hier habe ich dann im PNG-Format das von mir bearbeitete Foto.